So, da sind wir auch schon wieder. Bevor wir jetzt aber loslegen, nach dem blauen Kristall zu suchen, was wir, glaube ich, letzte Folge noch nicht geschafft haben, möchte ich euch bitte nochmal daran erinnern, dass ihr nicht spoilert in den Kommentaren. Also zum einen vermiest ihr mir dadurch ein bisschen das Spiel und auch den anderen Zuschauern. Also Kleinigkeiten wie, da in der Ebene könntest du nochmal genauer gucken, da hast du irgendwas verpasst, das reicht schon vollkommen. Dann schaue ich mich in der Ebene nochmal um und alles ist gut. Aber wenn dann genau gesagt wird, du hast da das und das verpasst, musst nur das und das machen, das ist dann schon ein bisschen schade, weil dann kann ich halt nicht selber dran rumrätseln. Und andere Zuschauer haben sich da ja auch schon beschwert. Also da einfach ein bisschen drauf achten, das wäre echt super lieb von euch. So, jetzt gucken wir uns aber weiter um. Wir wollen nicht in den Hauptraum, jedenfalls noch nicht, denn da wartet ein Oger, eine Krabbe und ich glaube 3 Spinnen auf uns. Das muss ja nicht gleich sofort so sein. Und wir haben noch ein Level-Up bei Klicknack. Was packen wir da mal rein? Wir packen mal rein auf jeden Fall 2 Punkte in Luft, damit ihr den 14er-Spell lernt, was hoffentlich der Blitzstrahl ist, auch wenn wir noch nicht wissen, wie er geht. Und Spellcraft erhöhen oder weiter Luft. Ich denke, ich werde bei beiden Magiern jetzt ihre wichtigen Skills hochbringen. Also bei ihm Luft und bei dem anderen, also bei Schickner, Klicknack und Schickner, ja genau, bei ihm Luft und bei Schickner Feuer, damit wir diesen Bonus bekommen von Feuerball ist stärker und Blitzstrahl ist stärker. Denn schön und gut, wenn wir jetzt Spellcraft erhöhen würden, hätten wir mehr Mana, aber was bringt uns mehr Mana, wenn wir fast keinen Schaden machen? Okay, umgekehrt geht's auch. Was bringt uns viel Schaden, wenn wir keinen Mana haben? Aber ich denke mal, viel Schaden machen ist erstmal wichtiger. Vor allem in einer Situation wie eben. Also wo wir hier runtergegangen sind und dann gleich 3 Spinnen uns umzingelt haben, wo wir schnell durchbrechen mussten. Da wäre so ein stärkerer Schadensspruch schon echt praktisch gewesen. So, neues Erdbeben. Und kommt nur mir so das vor, oder war das gerade stärker als die anderen? Das wäre natürlich richtig cool, wenn es da auch noch Unterschiede geben würde. Solche Details mag ich echt mega gerne bei Spielen. So, wir suchen weiter einen blauen Kristall. Und alles an Ausrüstung und Erfahrung, was wir bekommen können. Oh, ich höre Stiefelgeklapper. Sogar relativ nah. Oh, ein Legionär. Was machst du denn hier so alleine? Haben wir dich aufgeweckt? Ich spiele jetzt schon seit 8,5 Stunden, wenn man alle Let's Play-Folgen zusammennimmt, und ich drücke immer noch aus Versehen manchmal die linke Maustaste statt die rechte. Das ist schon echt komisch. Stimmt. Da wollten wir auch noch hin zu den Schleimen. Und überprüfen, ob die Notiz hier wirklich der Zugang zu den Schleimen ist oder irgendein anderes Secret. Aber die ganzen Sachen in den oberen Etagen können wir jetzt gar nicht machen, denn wir sind gefangen. Wie das Level auch schon so schön heißt, denn wir kamen da ja nicht wieder hoch. So, da kommen wir her. Hier gucken wir schön in Ruhe weiter. So ein bläulich schimmerndes Etwas wäre ganz praktisch. Also, wir haben es doch noch nicht gefunden, oder? Ne, da war der Teleporterraum, da war kein blauer Kristall. Und sonst gucke ich gleich nochmal auf der Karte, aber ich glaube nicht, dass wir ihn gefunden haben. Ja, das ist das Problem, wenn zwischen den Aufnahmen ein bisschen Zeit vergeht. Man vergisst die Hälfte. Also, ich zumindest. Also, hier kamen wir rein, wir sind gleich geflohen hier lang. Hier war der Teleporterraum, hier haben wir die Folge angefangen. Also sind wir hier schon überall rumgegangen, wir haben nirgendwo einen blauen Schimmer gesehen. Also nö, wir haben noch keinen blauen Kristall gefunden. Nix unter dem Ding, nö. Kein Getrippel, aber eine Druckplatte und ich höre Stein auf Stein. Also wird irgendwo was aufgegangen sein. Ah, ich höre noch mehr marschierende Legionäre. Also wenn wir die finden, finden wir wahrscheinlich auch die Tür, die aufgegangen ist. Oh, doch nur einer. Hört sich an wie so ein ganzer Vierertrupp. Aber es kann auch nur Einbildung sein. Vielleicht hören die sich immer gleich an, egal wie viele es sind.
höre ich wieder welche. Das ist immer schön, die sterben schön schnell, geben jedes Mal 90 Erfahrungspunkte. Zack. Oh, es werden langsam mehr. Solange wir nicht umzingelt werden, ist alles gut. Und Shima Level Up. Gut, gut. Also ausweichen hat sie eher jetzt auf 17. Da brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, jetzt wollten wir Dagger erhöhen auf 10 für Spezialattacke. Wie auch immer wir die gleich auslösen. Das müssen wir noch gucken. Und jetzt wollten wir Assassination erhöhen, damit wir irgendwann Backstabbing können. So, also Step. Eine präzise Attacke, die doppelten Schaden verursacht. Ja, nur wie machen wir die? Vielleicht wird die zufällig ausgelöst? Hier ist nirgendwo jetzt so ein Hotkey aufgegangen oder dergleichen. Also nehme ich einfach mal an, dass es zufällig passiert. Müssen wir darauf mal achten, wenn wir auf Gegner einprügeln, ob da irgendwie eine andere Animation kommt oder ein besonderer Text in der Mitte. Irgendwas in der Richtung. So, und du machst mal mehr Licht. So, auf die Druckplatte sind wir einmal raufgetreten. Da hat es dann irgendwo geknirscht. Wir haben auch noch nicht rausgefunden, was. Ich höre schon wieder Stiefelgetrappel. Ha, vielleicht aktiviert die Druckplatte einen Spawner für Legionäre. Da bin ich jetzt ein bisschen hellhörig. Da werden ja schon mal ein Rätsel, wo wir quasi unendlich viele Gegner spawnen könnten. Und das war, weil wir die Gegner auch brauchten. Also, um das Rätsel zu lösen. Ich höre wieder Steinknirschen, aber ich glaube, diesmal ist es zugegangen. Ah, da. Okay, jetzt laufen wir mal ganz schnell dahin. So. Oh. Okay. Deswegen spawnen immer wieder Untote. Wir müssen einen hier festhalten. Das machen wir mit einer Frostbombe. Ja. Komm mal her. Hihihihihi. Oh. Ich hoffe mal, wir mussten das so machen, weil sonst haben wir gerade eine recht seltene Ressource verschwendet. Und ja, ich hätte mir denken können, der Levinier ist jetzt weggelaufen, nachdem er aufgetaut ist und hat uns hier eingesperrt. Aber damit kommen wir wieder raus. Gut, gut. Und das war nicht mein richtiger Secret. Also ja auch. Na komm, das da hätte nicht jeder drauf kommen können müssen, wie auch immer. Und eine Eisbombe hat auch nicht jeder im Inventar. Vielleicht hat man die auch verbraten vorher. War schon komisch. So, ist hier noch irgendwas? Nur der Schalter raus. Vier Legionäre waren hier mit ganz vielen Schildern, wo nichts drunter liegt. Kein Knopf. Wie hätte man das Rätsel noch lösen können ohne Eisbombe? Also klar mit dem Eiszauber, aber die können nicht davon ausgehen, dass man Magier in der Gruppe hat. Na gut, dich können wir jetzt wahrscheinlich unendlich oft töten. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen immer noch den blauen Kristall, aber hier ist nirgendwo ein blauer Kristall und wir müssen wieder zurück in den Hauptraum. Das ist nicht gut. Das heißt, wir hauen uns hier mal hin. Und wir können uns ja etappenweise in den Hauptraum zurückwagen. Also wir gehen rein, bringen ein bisschen was um, gehen wieder raus. Oder flitzen einfach durch und gucken den nächsten Seitengang an. So. War hier vielleicht der blaue Kristalle? Nö. Nee, nee. Aber wir sollten zwischendurch schön abspeichern. Man weiß ja nie, wie viele Ogre noch um die Ecke gelaufen kommen. Da haben wir schon mal einen Wurfdolch vergessen. Apropos Wurfdolch. Ah ne, die Schuriken waren ja besser. So.
Okay, ist alles still hier. Da geht's hoch. Und ja, da stand drauf, wir sind gefangen, wie der da unten. Und ich höre ein Ogre. Wo bist du, Ogre? Der Giftbolzen war so. Können wir erst ein bisschen mit Fernkampfwaffen arbeiten, bevor... Da hinten ist eine Krabbe. Komm, so ein riesiges Ding können wir doch nicht übersehen. Wo bist du? Und gleich wusch. Kelle ins Gesicht. Ah, da ist er. Null Schaden. Ja, okay. Hallo? Stürm uns an. Genau. Zack, zack. Zack. Ja, macht fast gar keinen Schaden, aber gut. Oh, wir können eine Giftwolke mal hinpflanzen. Wir gehen jetzt so, so, so. Hier können wir ausweichen, gut. Du läufst falsch, Ogre. Um unsere Falle zu laufen, musst du anders laufen. So, und jetzt da eine Giftwolke. Ah, super. Ja, das war eine doofe Idee, das war eine ganz doofe Idee. Jetzt haben wir wieder einen Toten. Den können wir nicht wiederbeleben, weil wir nicht wissen, wo der blaue Kristall ist. Und da drin ist eine Krabbe und die kriegen wir mit drei Mann nicht tot. Eine Fackelhalterung. Da hinten können wir noch mal kurz gucken. Aber ja, ich wusste, dass er uns mit einem Schlag umbringen kann. Aber nein. Och, den können wir doch mal probieren. Ist doch nicht so schlimm. Menno. Was haben wir hier? Hallen des Feuers. Hüpp, gleich wieder zumachen. Was haben wir hier? Eine Feuerbombe. Passenderweise. Oh, das Essen wird langsam knapp bei den Jungs. Aber unser Minotaur hat ja mehr als genug im Inventar. So, was steht hier? Magier-Eingang. Und, oh. Und ich bin gerade auf irgendwas raufgesprungen. Wahrscheinlich noch so ein fliegendes Etwas. Und ja, die Fallgrube habe ich gar nicht wirklich gesehen. Ich bin einfach geradeaus weitergelaufen. Oh, ein Blitzeschmeißer. Dann wollen wir doch mal den Blitzeschmeißer blitzetieren. Oh, das macht auch noch Flächenschaden. Das ist gar nicht gut. Ganz oder gar nicht. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Wurden wir davon schon mal getroffen? Aber na gut. Hätten wir wahrscheinlich eh laden sollen, denn mit dem Ogre hätten wir uns einfach nicht anlegen sollen. Das heißt, wir gehen jetzt runter zu der Krabbe. Wenn die denn unten war. Und legen die um. Genau du. Rein. Oh, das sind mehrere. Ja. Das ist auch eine Idee. Wir lassen die Krabben einfach raus. Machen die Tür wieder zu. Und hoffen mal, dass hier nicht noch welche sind. Was Blaues. Ein. Ach, und wir kommen nicht ran. Passt da der Schlüssel? Oh, sauber. Ja, so muss das laufen. Und da ich vergessen habe, meine Uhr laufen zu lassen, habe ich keine Ahnung, wie lange die Folge läuft. Also mache ich jetzt einfach mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe mal, die Folge war nicht zu kurz. Oder viel zu lang. So, LP39 und wir sehen uns gleich.